Hallo, mein Name ist Ursula Wagner und ich erzähle euch jetzt mal was über mich. Skifahren, ja, von klein auf immer wieder. Natürlich nie so extrem in Sachen Rennen oder Sport. Das war nie ein Thema, aber einfach so zum Seele frei machen und was anderes für den Kopf. Ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, keine Reiterfamilie, aber meine Mutter war Sportlehrerin am Gymnasium und mein Vater war immer schon extrem, also extremes Mountainbiken oder jetzt eben Langlaufen. Er hat mit uns Kindern damals alles gemacht, sei es Kajak fahren, wir haben Wildwasser gefahren, alles ausprobiert. Ich habe Volleyball gespielt, sehr lange auch im Verein. Beachvolleyball danach und sogar auch mal Geräteturnen habe ich auch mal extrem gemacht. Ich habe eigentlich ganz normal studiert, Feinwerk und Mikrotechnik, aber spezialisiert war ich dann schon ab dem dritten Semester auf Medizintechnik, Lasertechnik, Optik. Da wäre es dann in die Richtung gegangen. Irgendwann war das dann doch so, dass ich mehr irgendwie bei den Pferden war als in der Uni. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, das profimäßig zu machen, weil es eigentlich ein schönes Hobby war. Und die Gefahr natürlich besteht, wenn das Hobby dann zu Beruf wird, dass man es dann irgendwann nicht mehr so gerne hat. Und das war aber bei mir Gott sei Dank überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich habe es ausprobiert und bin hängen geblieben. Und das ist der schönste Beruf, den ich mir für mich vorstellen könnte. Also ich war lange in Norddeutschland, habe dort gearbeitet, meine Ausbildung gemacht. Und es war aber immer für mich klar, ich komme wieder zurück. Tiefstes Oberbayern. Fast an der Grenze nach Österreich, also eine halbe Stunde weg und wir sind in Innsbruck und in Salzburg, sehr, sehr nah an den Bergen. Ich mache hauptsächlich eben mit den jungen Pferden, wir kaufen sie teilweise ganz grün von der Wiese, vom Züchter und diese Entwicklung zu sehen und auch eben, es muss ja nicht immer nur ein Sportpferd sein, das kann ja auch in eine andere Richtung gehen, aber diese Entwicklung zu finden und diesen Weg zu finden für das Pferd, das ist auch nochmal ein Highlight. Je älter man wird, desto intensiver fängt man an zu leben, finde ich. Also früher jung und wild und ja, und jetzt ist schon so ein bisschen, wo diese Ruhe einkehrt und man doch überlegt, was kommt, was verändert sich noch, denkt so ein bisschen mehr nach jetzt. Jetzt habe ich euch was über mich erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch was über mein bestes Pferd, die Lenzio OLD.